M-Body. Preparing for a transfer, get to know your new M-Body. Make note of the markings of the main components, it's simple. Ja. Feeder, look screen, exterior panels, breathing module, synchronizer. Order your designer exterior panels from Felted at a promotional price. Felted, re-refine beauty. Sehr schön. Sind wir ein Roboter? Möglich, oder? Die Spinne da hinten in relativ gerades Netz gebaut hat. Ist das ein Ball? Oh. Es ist ein Ball. Das habe ich erwartet. Mhm. Wir können ja mal diesen Topf hier nehmen. Können wir den hier einstellen? Nicht wirklich, ne. Na gut. Also, wir brauchen ein Glas. Ein Glas, ein Glas, ein Glas. Können wir das hier nehmen? Darf ich dir die andere Reihenfolge vorschlagen? Dass du einfach erst das Wasser anmachst und das dann runterhältst? Ach so. Deswegen müssen wir es runterstellen. Aber so, jetzt geht's. Ja. Huch! Ja. Oh, das Spiegelung. Weg damit. Okay. Du kochst genauso wie ich, wenn ich zu Hause bin. Ach! Oh, jetzt können wir uns die Zähne putzen. Leider nicht. To care for the bone formations of the mouth cavity for organic bodies only. Okay, da sie die ganze Zeit darauf hingewiesen wird, dass, ne, und so. Guck mal, übrigens, ich nur... Oh. Guck mal, dass du am Boden siehst. Was? Guck mal, am Boden. Nee, guck mal, da ist alles lesbar. Ja, aber da liest du dich ja tot. Nee, ich wollte es nur sagen. Müssen wir nicht. Ja, nee, ich meine nur. Du wolltest nur darauf hinweisen. Geh erstmal kurz raus, frische Luft schnappen. Ja. So. Komische Skybox. Okay, das ist cool. Mhm. Ist das ein Basketballkorb? Warte mal. Sie hat auch unglaublich gute Musik. Sphären. Jetzt gerade noch, also genau, da geht immer noch ganz andere Töne. Und er läuft an und. Oh. Ja, ja, nein, ja, ja. Damn you! Oh, fuck so, you! Schade. Jetzt haben sie mir alles weggenommen. All die Freunde in meinem Leben. Okay, das finde ich aber tatsächlich ganz pretty. Mhm. Kann man da überall hin? Ja. Da kann man bestimmt hin. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt, was haben wir denn? Heat the furnace with a few wooden logs and a sheet of paper. Ja, Paper haben wir. Haben wir Logs? Ich habe noch keine Logs. Frage, wo ist das, wo hast du es hingeworfen, das Paper? Welches? Was habe ich hingeworfen? Das Paper. Achso, das, okay, da liegt auch was. Ja, da kann ich ja die hier nehmen. Ja, ich dachte, du meinst gerade das vom Kalender. Zack. Zack. Reicht. Logs. Wahrscheinlich draußen. Nee. Was? Ich sagte sowas vorher, weil sonst suchst du dich tot. Dann würde ich dir irgendwie hier hinlegen. Das ist okay, wenn ich sowas sage, oder? Ja, ja, ist okay. Ja. Ich wäre jetzt draußen rumgelaufen und hätte gesagt, so. Hm. Ich habe halt gar nicht mit dem Kochen und so, ich habe gar nicht dieses Tab gehabt, wo dann genau, oder bin ich darauf gekommen, dass man einfach Tab drücken kann, dann steht da genau, was man machen muss. Ja. Und da war ich halt jetzt gerade schon in diese riesige Umgebung einfach rumgerannt. Ja, ja. Und dann habe ich halt so eine Stunde lang gemacht, bis ich so, was muss ich machen? Oh, wir brauchen nur zwei reinmachen. So, das sieht aus wie Feuerzeug. Mhm. Alter. Nehmen wir das mal mit, so ein Feuerzeug können wir ja brauchen. Dann machen wir das mal zu. So, jetzt müssen wir irgendwas reinmachen, bevor das Wasser verdampft ist. A two cut plum olive fruits. Nearby lake. Ja. Da lassen wir einfach mal den ganzen Scheiß hier vor sich hinkochen. Was kann schon passieren? Machen wir mal die Tür zu. Hier sind die Dinger, die brauchen wir auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Reicht eine? Ja, ich weiß nicht, ich glaube schon ein Couple, oder? Pair? Couple? Guck mal, so. The fuck is this? Hab ich nie gesehen. Das ist ein T-Shirt und da ist irgendwie die. Warte, guck da nochmal durch. Da ist irgend so ein Material drin. Ja, ja, na, das ist Plastik oder so. Steht da Feed. Was steht? Guck mal nach oben. Beauty. Feed. Hm. Beauty. Ach, Fette, das ist diese Firma, die da gerade steht. Ja, ja, na, das sieht aus, als wäre das irgendwas. Weiß ich, keine Ahnung. Ha. Also, ich würde dir empfehlen, noch eine Wurzel mit. Obwohl, du kannst auch später. Du kommst eh dann wieder vorbei. Ja, egal. Weil du hast ja noch einen Platz jetzt. So, Lake. Yes. Nearby Lake. Das sieht aus, als wäre das der da. Mhm. Yay! Guck mal ein bisschen nach links.
Die siehst Dinger, du, ne? Guck mal, noch einer rechts. Und, also ich meine, da, bei, genau bei den Dingen, wo du gerade drauf, genau da ist ein extra versteckt. Na, dann holen wir uns da, das doch. Wenn du so 15 Minuten bis dahin läufst, da ist da so ein Steckenpferd. Ja. Dass du aufheben kannst und das dann wie ein echtes Pferd funktioniert, dass du quasi voll schnell überall rumfliegen kannst. Echt jetzt? Ja. Das will ich ja fast schon noch haben. Ja, nee, das dauert wirklich ewig, bis wir da ankommen. Das ist ein bisschen schade. Also man kann nur bestimmte Äste aufnehmen. Ja. Diese Steinformationen sehen super cool aus. Wie bei Until Dawn. Ah. Fruits. Das sind hier irgendwas anderes. This looks like fruit. Nee, nur ein Stein, aber... Ich weiß. Kannst du auch mal versuchen. Ach da, ich sehe schon. Ja, wie kommen wir da jetzt ran? Those red fruit on the tree look edible. I'll try and find something to use to knock them down with. Rock? My friend. Nee, das ist ein bisschen schade. Also nur, da liegen bestimmte Äste auf dem Boden, die du benutzen kannst. Die hier. Nee, das ist zu groß. Warum? Das hat mich auch total verwirrt. Du kannst auch irgendwas nehmen, was du schon im Inventar hast. Musst dir noch was vorwerfen. Pass mal auf hier. Ja. Und jetzt? Werfen? Mhm. Oh! Das war Pech. Das hab ich, da ist auch, den kannst du auch benutzen, den Stock. Ich glaube, das ist ein bisschen... Ja. Das ist ja genau da links. Nein, ich möchte jetzt diese, was immer das auch ist, hier nehmen. Ich hab's noch nicht gesehen, dass das war etwas berührt, das aber nicht runterfällt. Ich dachte, das wäre. Jawohl! Oh, ja, geil! Alter, das ist geil. Achievement geben. Ja, komm schon. Eine, wie viel sollen wir? Ich glaube zwei. Zwei reichen schon, wa? Ich möchte aber dieses Ding wieder mitnehmen. Ich glaube zwei, ja. Da ist es. Auf, aus. Ja, zur Sicherheit, ne? Das Ding wiegt halt so viel, deswegen kannst du es nicht so schnell nach oben werfen wie ein Stock. Deine Mutter wiegt so viel! Es ist weg. Nee, da. Ja, du hast recht, aber ich damit eigentlich. Das ist unfassbar. Das ist ja sogar, das hat so einen Stoff drumherum gewickelt, deswegen ist es ja, ja, das ist extra deswegen darum jetzt gewickelt. Jetzt hast du es verloren, aber nicht. Voll. Ach, du kannst doch gar nicht mehr aufnehmen, ja. Too bad. Na gut, dann können wir schwimmen? Laufen können wir. Keine Wellen. Nee. 3 von 10. Ja, also, na gut. Okay, also guck mal, da kommt sogar Dampf raus aus dem. Mhm. Eine Schwalbe. Das ist ein Mauersegler, das erkenne ich sofort. Ernsthaft? In der Art und Weise, wie sie schwalbt. Ach halt. Doch, guck. Als du das noch nicht angeworfen hattest, den Ofen, hat es noch nicht gedampft. Nee. Das sind definitiv Mauersegler. Also ich war total allein von diesem Screenshot, ne? Also wie dieses Ding da hinten aussieht, da war ich schon total... Was ist das da? Ja, also allgemein und dass du bist in so einer komischen kleinen Hütte... So. Hä? Nehmen wir das hier. Nee, du musst noch, Ach so, wir müssen die erstmal kaputt schneiden. Fruit needs cutting. Ah, oh, your mother needs cutting. Ein Messer, oh, war ja. War hier was? Was ist denn das? Aha. Ist bestimmt nicht unwichtig. Möglich. Sit. Aber warte mal kurz, da war gerade. Okay, geh mal auf den Kopf. Klicken wir. Okay. Can be used here. Ha. Na gut, wir legen es erstmal wieder hier. Ja, das ist. Wir merken uns, dass es genau. Es ist schwierig, dass es hier auf dem Dings liegt. Perfekt. Axt. Nee. Mit einer Axt die Früchte schneiden. Guck mal, hier gibt's doch. Ist schon mal ein Löffel. Nee, ist schon, sogar schon eine Gabel. Die ist artverwandt. Die ist näher am Messer als ein Löffel. Das stimmt hier auf jeden Fall zu. Ist bestimmt in der Schublade was. Aha. Was ist das denn? Newspaper of useful advice. Wollte ich nicht. Whereas the previous problem was solved with the help of slanting stitches, bousting and knock and tacking thread is best for working with felt. Ja. Punkt, 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 Punkt. The recipient is unconscious. His bodily movements are compulsory and a mirror reflection of the donor's. In essence, at this phase of the procedure, the donor controls both bodies. The The recipient powers, also der das bekommt, halt, powers on the moment the two palms touch,
but does not yet have access to his motor functions. By pressing his right palm to the recipient's left palm and looking himself in the eyes, the donor initiates the transmission of memory. As was already mentioned, the mirror effect is critical for a successful transfer. Therefore, do not disregard our advice and install a quality look screen on your future face. Das ist sehr interessant, habe ich nie gefunden. Sehr interessant. Kann man dieses Ding hier nehmen? Nee, nee, ich glaube nicht, nee. Dann wäre es auch ein anderes Icon, dieses. Da, ja. Das ist ein anderes Icon. Okay. Oh. Nee. Nee, das ist nur zu. Okay, wir suchen immer noch eine Möglichkeit, dieses Ding zu zerkatten. Was haben wir denn? Haben wir irgendwas noch dabei? Feuerzeug, nee. Taschenlampe, nicht das komische Brain, was wir jetzt mitgenommen haben. Gucken wir mal, was hier in den Schubladen drin ist. Löffel? Mm. Ha! Ja. Oh yeah! Oh yeah, motherfucker, I cut you! Warte mal. Wir legen mal das Messer. Leg es. So, er war jetzt. Wie machen wir das denn? Legen wir die das da so funktioniert. Hin? Nehmen wir das Messer. Aha! Yay! Das reicht doch. So. Und dann zack. Wo bestimmt zwei reinlegen, wa? Ja, ich glaube sogar noch zwei. Doch nicht, oder? Doch. Two. Zwei, ja. Also, same procedure as last time. Ja, 3-Sekunden-Regel. 3-Sekunden-Regel? Ja, wenn es auf dem Boden nur 3 Sekunden liegt, ist es noch gut, kann man noch essen. So. Das hat nur unsere Mutter zu uns gesagt, damit wir nicht immer so quengeln. Add right root. Use mortar to grind it. Wie sollen wir grinden? Genau, das ist auch. Findest du auch in diesem Bereich. Also in diesem Bereich heißt hier in diesem Ding hier. Da ist er doch. Yes. Ich dachte dahinter. Achso, das ist er. War auch richtig, aber wenn du es einfach wegklopfst. Ja? Wir stellen es jetzt. Ja, das ist alles ein bisschen kompliziert in diesem Spiel. Stellen es hier hin. So. Dann nehmen wir Ditte. Können wir gleich zwei reinpacken? Ne, wahrscheinlich reicht eine, wa? Ja, eine reicht. Dann nehmen wir Ditte. Und, weg damit. Nehmen das. Die Idee ist so lustig. Schmeiß es hier hin. So, ein bisschen aufräumen mal drin hier. Das kann ja nicht sein, dass das hier drin aussieht wie Sau. Auf jeden Fall. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt noch genau. Add salt. The salt jar is to the right of the pepper. Ich komme mir vor wie in so einer komischen Kochshow. Is this the salt? Ja. Nein, oh Gott. Das ist die Reinigungsmittel. Dann packen wir jetzt alles raus, was wir hier nicht brauchen. So, kochen. Aber wenn salt of the right. Was ist das eigentlich hier? Ja. Das sind Knöbeltiere. Salt. Ach, guck hier. Da sind noch so Dinge. MT Matchbox. Cheese, Milk, Oats, Sesame Oil, Peanuts. Das sind die. Nee, das ist was man gekauft hat. Das war nur ein Kassenbon. Was ist denn das hier? Man weiß es nicht, ne? Du weißt es, dass das orange werden soll. Das steht schon auf dem Zettel mit drauf. Aber die unterscheiden sich ja nicht. Da steht bestimmt irgendwas drauf, aber ich habe keine Ahnung. Und die Matchbox. Ja, aber da klickt er mal auf, dass auch so ein Boden da ist. Nee, auf dem. Also. Was? Da ist Blaue. Nicht das Blaue. Das andere Blaue. Das da? Ja. River Reeds. Die Sache ist. Eins von denen wird es gewesen sein. Nee, weil wenn du jetzt das da hinten anklickst, den Zettel, der da hinten in der Ecke war. Dann sagt, oh nein! Da ist nämlich Pepper. Ach du Scheiße. Und da stand gerade rechts vom Pepper ist das Salz. Schön einfach rein, du siehst schon, ob es die richtige Farbe gewesen wird. Sein. Alter, bist du krass! So! Bäm! Weg damit! Not bad, my friend, not bad. So, und jetzt? Jetzt und kannst du es Ozzot geben. Wo ist er denn? Erinnerst Ozzolot! Da! Es ist ein Drache! Wenn er uns jetzt angreift, ne? Kann ich ihn beschmeißen damit? Nein, tu es nicht. Was ist das? Ist es ein Greif? Ne, das ist ein normaler Adler.
Sollen wir es hier hinpacken? Hier landet er. Ah, okay, ich verstehe. Mann, bist du anstrengend zu füttern. Das ist ganz cool animiert. Mhm. Esschen. So ein bisschen, wir haben noch ein bisschen, warte mal, ich habe hier noch. Bisschen Pfeffer, hier. Ach, wollte nicht. Guckt ein bisschen derpy. Njam, njam, njam. Voll den Schnabel verbrannt. Das ist ganz schön groß. Toll, können wir mit dem jetzt fliegen? Nope. The Eagle, Dormant Hub? Ja. The Eagle cannot speak, but may still be of use to you. Change him. Wir sollen Replace das hier... Replace on God's vest. Er hat gerade gesagt, the clasps first, du musst es erst, genau. Jetzt, flieg! Flieg! Angriff! Erst die Dinger hier ab, ja, okay. Ja. Ich glaube, das ist schon lose. Ich glaube, das war's. Ja. What the fuck? Hat ein Loch. Was ist das denn? Okay. Guck dich mal. Guck mal so richtig durch. Hoppla. Ja. Eine Blume. Ah, das ist das Logo gewesen. Mhm. Okay, da können wir irgendwas reinpacken, würde ich sagen, wa? Also du musst, wenn du Tab drückst, sagt er ja, du musst einfach nur die West changen. Mit was? Wir haben auch keine. Haben wir noch eine andere West gehabt? Ja. Gucken wir noch mal rein. Auch da steckt sich kurz fest. Muss ich gestehen. Ist das, hat sie hier eine Weste? Nee. Ja, wir können ihr das hier abnehmen. Aber das ist doch keine Weste. Do you want some breasts? Stell dir mal den Arm. Some so. Beautiful breasts. Oh Gott. Eine, hier hängt hier irgendwas? Da hängt doch was, da sehe ich es doch schon. Komm her. Guck, das ist auch so durchsichtig wie das T-Shirt. Mhm. Stimmt, ey, krass. Zack. Horst. Shield. Das hat Spaß gemacht. Dankeschön, lieber Adler. There is a 4-digit number on the inside. Ach du Scheiße. 2053. Okay. 2053. Read entries? Yes. 2053. Okay. Access granted. I've got a journal now. Thanks, Tabaha. My name is Enebish. I've always lived here because I can't go anywhere else. Grandpa Bachin says lots of people used to live around here, but they all lied when the dome blew. They all died when the dome blew up. Ooh. The area has been deserted ever since, aside from myself, Bachin, and Ongots. Ongots has got very powerful claws. He obeyed my father and helped him hunt hares. I don't remember my parents. They died in the explosion as well. When the wind picks up, it gets very pretty chilly. You can find refuge from it, but not for long. You can't last long without light. That's why I crafted this transparent layered vest, like in that program about greenhouses. It keeps Ongots warm during the day, and when the night's chill arrives, I put him into another warm vest. I collect and digitize flowers. I look for the prettiest ones and make phytocopies of them. Oder? Phytocopies. Phytocopies. Phyto. Tabaha then takes them into Phyto? Town and sells them. Phyto. The earnings keep them afloat while Grandpa and I buy cheese. Cheese. We've got a new genometer. It measures everything. Flowers, insects, people. It clocked Bachtin at 47 and the tree by the gate at 24. Even the stool got measured, though that took a little longer. But when aimed at Ongots or myself, it still shows the same old error. Grandpa says it's all providence. Maybe he's right. I have this dream sometimes. I'm in a strange city. The day is waning. Folks are waiting in the distance. There's somebody beside me, but I don't see who. The dream is fleeting, always leaving me with a strange sensation. Like I'm supposed to pass something to somebody, but I can never remember what or to whom. I feel some kind of mix of anxiety and... Chagrin? Chagrin. And it makes me want to go there, to their town. Town. Grandpa Bachin has died. He wanted to do a transfer after losing his sight and mobility.
Tabaha even brought him the equipment, but Grandpa died in his sleep. He was buried at the spot he had requested. Hm. Tot. Tomorrow marks the 4-year anniversary of Grandpa's funeral, which means I'm already 23. Everything is still the same. I tried leaving again, but no dice. I simply lose consciousness, like before. I want to find that town for my dream. Perhaps I'll risk it and do a transfer. Grandpa's got no use for his helmet these days, but I might. If I get lucky, I'll wake up in a new body in Ulaanbaatar. Too bad the genometer won't show my number. I know how dangerous it is. Das ist ja verwirrend. Mm-hmm. When I look up at the poster over my bed, for some reason, I remember my toys. When I was a kid, maybe 5 or so, I had a favorite toy, an odd little space case. Yeah. Ongots had found it somewhere and brought it to me. Then I saw dark swirls in the field, so I got scared and stashed the toys away for some reason. And to make sure I didn't forget the hiding place, I came up with a clue. Come out of the yurt and fly straight as the crow. On a rock with a song, snack, look for an arrow. A sorrowful tree will show you the way. A box in the sand will a mystery betray. But now I can't find it.